Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt hier mit Michael Harisch von Velo3D und er war so nett, um uns mal ein bisschen zu erklären, was denn Velo3D macht und was die denn hier alles ausstellen. Guten Morgen. Hi, ja, danke, dass du beigekommen bist. Also Velo3D ist eine Technologiefirma aus dem Silicon Valley. Es gibt schon seit 2014 und jetzt seit 2018, als wir unsere erste Sapphire-Plattform, unser kleines LPBF-System fertiggestellt haben, verkaufen wir diese Maschinen auch zusammen mit einer Preprint-Software, einer eigens entwickelten und einem Qualitätssicherungssystem. Und wir selbst verstehen uns eigentlich als eine Technologiefirma mit dem Ziel, unseren Kunden zu ermöglichen, deren hochkomplexe, hochoptimierte Metallbauteile fertigbar zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, also unser Prozess basiert auf Laser Powder Bed Fusion, also Laserschmelzen im Pulverbett. Und Velo hat dort einige sehr interessante Lösungsansätze, die wirklich, sage ich mal, die Fertigbarkeit von hochkomplexen Geometrien auf ein neues Level bringt. Und gutes Beispiel hier, also wo wir häufig zu Hause sind, ist im Bereich Aerospace, New Space, aber mittlerweile diversifizieren wir auch mehr im Bereich Oil and Gas und Energy. Aber überall findet man eigentlich das gleiche Thema, nämlich Bauteile, die strömungsoptimiert sind. Also wo man zum Beispiel hier bei einer regenerativ gekühlten Brennkammer-Düseneinheit, jetzt hier für ein Raketentriebwerk, einfach bessere Performance aus dem Bauteil holen kann. So was Materialien angeht, sind wir ja auch bedingt der Ansiedlung im Aerospace. Sehr, sehr stark im Bereich Nickel-Basis-Legierungen, also Inconel 718, Inconel 625, Haynes 282, aber eben mittlerweile auch Alu-Legierungen, Titan-Legierungen etc. Ja, das habe ich jetzt schon gesehen. Also das Ausstellungsstück ist mir ins Auge gefallen und natürlich auch, das haben wir schon in den Shorts gesehen, der Captain America-Schild. Ja. Das hier ist ganz cool. Da ist ein Bekannter von mir direkt stehen geblieben und hat gemeint, ey, das ist extrem cool, das muss er sich mal genauer angucken. Ja. Was sehen wir jetzt genau hier? Hier an der Seite haben wir so ein paar Strömungskanäle, wie du schon gesagt hast. Genau. Also erstmal, was hier ein bisschen irreführend ist, das Bauteil wurde eigentlich andersrum gedruckt. Also damit der Support wegfällt. Ja, das ist unten, das ist oben. Und die Funktion von dieser Düse ist eigentlich eine möglichst effiziente und Impuls oder mit einem hohen spezifischen Impuls einen Verbrennungsprozess bei einem Raketenstart zu realisieren. Und bei diesem Verbrennungsprozess erreichen wir halt sehr, sehr hohe Temperaturen, insbesondere hier bei einer sogenannten Oxygen-Rich Combustion. Und normalerweise wäre Inconel gar nicht in der Lage, diese Temperatur auszuhalten. Aber deswegen sieht man hier schon diese kleinen Kanäle, auch wenn man hier unten reinschaut, hat man eben diese regenerative Kühlung. Also das funktioniert folgendermaßen, dass ich... Regenerativ bedeutet was? Dass es sich immer wieder selbst... Regenerativ heißt in dem Sinne, dass ich hier oben flüssigen, sehr, sehr kalten Treibstoff oder flüssigen Sauerstoff durch die Kanäle pumpe. Dadurch wird die Innen- und Außenwand gekühlt und dadurch kann dieses Material eben dann auch die hohen Brennkammertemperaturen aushalten. Ja, sehr cool. Das heißt also, das ist jetzt eigentlich wirklich ein Raketentriebwerk, oder? Genau, ja. Ja, sehr cool. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja. Ihr habt aber auch noch andere interessante Exponate stehen. Turbinen, glaube ich, da hinten, sowas in der Richtung, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich gehe mal kurz rüber und hole mal ein kleines Teil. Gerne. Das hier sieht erstmal etwas unspektakulär aus, aber tatsächlich ist das ein wahnsinnig anspruchsvolles Bauteil. Also das ist tatsächlich auch aus dem Antriebsstrang von einem Raketentriebwerk, ein sogenannter Pre-Burner-Impeller.
Also das rotiert mit sehr hohen Drehzahlen und erhöht den Druck in meinem Treibstoffkreislauf. Und wenn man sich das mal anschaut, also ich denke, deine Zuschauer sind mit 3D-Druck vertraut, yeah. Aber normalerweise sagt man ja immer, sobald ich unter 45 Grad falle, Support. Kommt da Stützgeometrie ja. rein. Aber bei so einem Teil, also wenn das jetzt aus einem Stück wäre, bekomme ich ja die Stützgeometrie nicht mehr raus. Und was macht man normalerweise dann? Man fängt an, dieses Bauteil einfach in der Baukammer anzustellen. Dann habe ich hier keinen 45, oder dann sind die Winkel hier drin steil genug, um Stützgeometrie frei zu bauen. Aber das funktioniert ja nicht unten, das funktioniert ja nur oben dann, ne? Ja, und das zweite Problem, und was noch viel wichtiger ist, dieses Bauteil rotiert mit 20.000, 30.000 Umdrehungen. Und beim LPBF-Prozess bringe ich ja durch den Laser sehr viel Wärme ein. Ich produziere sehr hohe thermisch induzierte Eigenspannungen in dem Bauteil. Und wenn ich dieses Bauteil quasi nicht symmetrisch zu seiner Rotationsachse aufbaue, dann habe ich auch eine Spannungsverteilung, die nicht symmetrisch ist. Und das verzieht dann das Bauteil und dann kann ich das gar nicht mehr auswuchten und es kann dann auch gar nicht bei diesen hohen Drehzahlen rotieren. Und das ist jetzt da, wo unser Prozess ins Spiel kommt. Also wir können es tatsächlich so flach aufbauen. Okay. Und die Kombination aus unserem speziellen Beschichter, also unser Recoater und besonderen Scanning-Strategien führt halt dazu, dass wir das Teil symmetrisch zur Rotationsachse aufbauen können und dadurch eine genügend hohe As-Build-Quality haben, um das ganze Teil ja, funktionsfähig zu machen und zu wuchten. Ja, sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für die Erklärung. Ja, ich und hoffe, noch mal, das war jetzt nicht zu. Ja, alles gut. Ich wünsche euch noch einen letzten schönen guten Messetag. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, danke. Dir auch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.